wunderbar, mit euch zusammen zu sein heute Morgen. Und heute Morgen kommen für meine Frau und für mich drei wunderbare Wochen zu Ende. Und morgen früh um 6.30 Uhr soll die Maschine abheben von Düsseldorf. Und wir sind so dankbar für alle Segnungen. Dankbar für die Zeit mit euch, dankbar für die vielen, vielen Begegnungen, Gespräche und die Dinge, Dankeschön, die Dinge, die Gott in diesen Tagen zu seiner Ehre getan hat. Wir haben uns neu verliebt in euch. Und meine Frau ganz besonders hat mir das Telefon genommen heute Morgen während des Singens, denn sie verliebt sich auch in das Singen hier. Gestern in Kraftstoff und auch heute Morgen hier. So die Anbetung, die Anbetungshaltung kommt durch und wir sind so sehr dankbar. Wir haben in diesen vergangenen Stunden von Gottes Wort gehört über manche Themen, die lebenswichtig sind, die prägend sein sollen für unser Leben. Und heute Morgen kommen wir an das Thema der Erziehung der nächsten Generation für Jesus. Und es ist die Tatsache, dass alle von uns von den Eltern geprägt wurden, egal wie alt wir sind. Die Prägung meiner Eltern ist mir jeden Tag sehr bewusst. Ich denke an Dinge, die mein Vater und die meine Mutter gesagt haben, die meine Oma gesagt hat. Prägend wirken diese Dinge noch heute. Und es ist und war Gottes Plan, dass jede Generation neu geprägt werden soll. Und man könnte einen Teil des heutigen Problems darauf zurückführen, dass viele christliche Eltern ihre Prägungsautorität und ihre Prägungsaufgabe nicht wahrgenommen haben an der nächsten Generation und viele Kinder eigentlich geistlich verwahrlost aufgewachsen sind ohne diese geistliche Prägung. Ich möchte gar nicht dran denken, wo ich wäre ohne diese Prägung meiner Großeltern und meiner Eltern. Und ich denke, viele von uns können genau das Gleiche sagen. Das Problem mit der Kindererziehung ist, dass man tendiert, einseitig zu sein. Und heute Morgen will ich eine Betonung geben und will umfassend sprechen. Und weil es umfassend sein soll, ist Teil 1 in dieser Stunde und Teil 2 in der darauf folgenden Stunde. Weil es 8 verschiedene Punkte sind auf meinem Herzen, damit wir eine Abrundung haben, nicht einseitig, sondern ausgewogen in der Kindererziehung. Und alle 8 Punkte beginnen mit den 2 Wörtern, liebt sie. Liebt sie erstens durch eure Einheit bei der Kindererziehung. Es sollte offensichtlich sein, dass Uneinigkeit zwischen Vater und Mutter bei der Erziehung katastrophale Folgen hat. Jesus sagte in Lukas 11, Vers 17, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und ein Haus, das gegen sich selbst ist, fällt. Sobald Kinder diese Uneinigkeit merken, nutzen sie es zu ihrem Vorteil aus und dabei vertiefen sie die Zerstörung der Einheit der Familie, die die Eltern schon durch ihre Uneinigkeit begonnen haben. Eltern müssen persönliche Unstimmigkeiten und Streitigkeiten zwischen sich persönlich lösen, damit die Kinder wissen, sie haben Einheit unter sich. Diese intensive Betonung auf diese Einheit kommt deswegen, weil Uneinigkeit vor den Kindern ein sehr schädliches Phänomen ist, das in meinen Augen zu wachsen scheint. Ich beobachte das mehr und mehr. Und ich sehe, die Kinder sind dadurch verunsichert. Gute Erziehung bietet den Kindern eine
eine Atmosphäre, in der sie Geborgenheit erleben. Geborgenheit brauchen die Kinder dringend. Und diese Einheit gilt als äußerst wichtig. Ich sehe Kindererziehung und Jüngerschaft und Ehe und Familie und Gemeinde als parallele Einheiten. Und die Einheit, die in der Familie gilt, zwischen den Eltern, gilt auch für eine Gemeindeleitung, und die Einheit überträgt sich auf die Gemeinde. Und wir sind eigentlich so betroffen diese Tage, diese Einheit unter euch zu spüren. Es ist sehr bewegend. Zweitens, liebt sie durch das Gebet für sie und mit ihnen. Ich habe einmal am Vatertag in einer Gemeinde gesprochen über einen guten Vater. Ich sehe Hiob als einen guten Vater. Und Hiob 1, Vers 4, seine Söhne aber pflegten einander zu besuchen und ein festliches Mahl zu bereiten, jeder in seinem Haus und an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden auch ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Wenn dann diese Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Er stand früh am Morgen auf und brachte Brandopfer dar für jeden von ihnen. Denn Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So machte es Hiob alle Zeit. Geistliche Verantwortung für die Kinder durch Gebet ist äußerst wichtig. Betet für die Kinder vor der Schwangerschaft, wenn man ledig ist, wenn man gar nicht verheiratet ist und die Hoffnung auf die Ehe hat, betet für die kommenden Kinder, die man sich wünscht. Und wenn man verheiratet ist und kinderlos, dann für Kinder, die kommen könnten. Und wenn die Schwangerschaft unterwegs ist, betet für sie in der Zeit. Betet für dich, betet für uns, dass wir als Eltern in dieser Aufgabe, in der wir stehen, diese Aufgabe wahrhaft nehmen. Und sobald sie auf die Erde kommen, sobald sie unter uns wohnen, diese kleinen Kinder, da habe ich immer die Gelegenheit genommen, mit ihnen zu beten, die Hände genommen und mit ihnen gebetet, sodass Gebet mit ihnen so eine Gewohnheit wird, dass sie merken, etwas fehlt, wenn nicht mit mir gebetet wird. Und so denke ich, dass es äußerst wichtig ist, für sie zu beten. Ich meine, ich habe so viele Dinge gesagt in diesen letzten Tagen und ich war an verschiedenen Orten, so weiß ich nicht, wo ich dies gesagt habe. Und wenn ich es hier gesagt habe, bitte Entschuldigung, wenn es eine Wiederholung ist, aber ich bin so dankbar für dieses Erlebnis. Mein Sohn kam zum Militär und hatte die Grundausbildung. Er war 10 Stunden entfernt und erst nach der Grundausbildung hat er angerufen. Ich muss bekennen, dass es mir etwas unwohl war, als ich dachte, er kommt zum Militär. Wie wird er dort sein? Wird er stehen? Wird er durchziehen? Wird er dem Herrn treu bleiben? Und in unserem ersten Telefongespräch hat er gesagt, Papa, ich bitte um deine Gebete für. Und das war ein Anliegen auf seinem Herzen, das mir nicht mehr im Kopf ist, sondern nur die Tatsache, dass er mich gebeten hat, für ihn zu beten. Und als ich den Hörer auflegte, habe ich gesagt, Herr, du hast ihn. Wenn meine Gebete ihm wichtig sind, du regelst den Rest. Und das war so und ist so. Und in diesen letzten Wochen, in seiner Arbeit im Pentagon, er hat mich gebeten, er sagte, Papa, bitte ruf mich nachher an, dass wir zusammen beten können. Der ist 53. Und Geschwister, dieses Gebet zwischen den Eltern und Kindern hört mit den Kleinen nicht auf, sondern wir haben noch diesen prägenden Einfluss, auch am Telefon und wo wir diese Tage entfernt waren. Wir haben öfters mit ihnen gesprochen und jedes Mal, auch transatlantisch, nehme ich die Gelegenheit wahr, wenn auch nur kurz mit ihnen zu beten. Denn ich möchte, dass meine Kinder
dem Herrn treu bleiben, egal wo sie sind und was sie tun. Und dann merke ich, meine Kinder beten mit ihren Kindern. Und das macht mich maßlos froh. Das, was mit mir geschah und ich mit ihnen gemacht habe, wird jetzt in die nächste Generation weitergegeben. Nummer drei, liebt sie durch den prägenden Einfluss von eurem Vorbild. Es gibt im Englischen einen Spruch: What you do speaks so loudly, I cannot hear what you say. Was du tust, spricht so laut, ich kann nicht hören, was du sagst. Das heißt, unser Einfluss durch unser Vorbild ist eigentlich der prägendste Einfluss, den wir auf die Kinder haben. Denn sie schauen ab, was wir tun. Mein Vater lebte nicht intensiv und lebendig mit dem Herrn, als ich klein war. Ich bin unsicher, wie sie zusammenkamen. Und meine Mutter betete viel und änderte ihn. Das änderte ihn, Gott änderte ihn, weil meine Mutter viel betete. Ich sage es korrekt. Und ich kann mich erinnern, wo ich klein war, mein Vater war ein Kettenraucher und rauchte buchstäblich eine Zigarette, und mit der brennenden Zigarette hat er die neue in seinen Mund getan und die neue Zigarette angezündet von der brennenden Zigarette, die er eben aus dem Mund genommen hat. Also tatsächlich ein Kettenraucher. Und das am ganzen Tag. Und so, als ich vielleicht 7 oder 8 war, hat er das Rauchen gelegt. Aber in der Zeit kam ein Lieferant zum Lebensmittelgeschäft meines Vaters. Ich war draußen auf der Straße, es war nicht gefährlich, dort zu sein. Und der Lieferant hat geraucht und hat seine Zigarette genommen und einfach so gemacht und es auf die Straße geworfen. Und ich lief hin, das rauchte noch, ich konnte sehen, der Rauch stieg noch hoch, und ich sagte, ich war vielleicht 5, ich steckte die Zigarette in meinen Mund. Und der Lieferant sah das und sagt: Raus aus deinem Mund mit der Zigarette. Das habe ich weggeworfen. Nun, ich habe nicht geraucht, denn ich wusste nicht, dass man ziehen soll, einatmen soll. Ich habe gemacht mit der Zigarette. Also, ich sage allen, ich habe noch nie eine Zigarette korrekt geraucht. Und wo ich dann später für meinen Vater gearbeitet habe, das ist nicht eine Predigt über Zigaretten und Rauchen, aber ich wollte eigentlich testen. Ich habe gearbeitet mit meinem Vater im Geschäft, und oft war ich an der Kasse und war alleine mit Leuten, und sie wollten Zigaretten haben. Ich habe sie dann auf die Kasse gestellt und ich sagte, ich mache eine Umfrage. Ich machte das nur, wenn ich mit einer Kunde alleine war oder mit einem Kunden alleine war und nicht im Beisein anderer. Ich wollte nie jemand blamieren. Und ich sagte, ich habe 2 Fragen. Erstens, meine erste Frage ist, wenn Sie Ihren Kopf auf Ihr Kopfkissen nachts legen und sich hinlegen zum Schlafen, können Sie sagen, ich bin leidenschaftlich dafür dankbar, dass ich rauche? Und von vielleicht 100 Leuten, die ich gefragt habe, hat eine Person nur gesagt, ja, alle anderen nein. Dann meine 2. Frage. Ich bin nicht Raucher. Würden Sie mir das raten, dass ich das Rauchen beginne? Und kein einziger Mensch hat ja gesagt. Also, ich weiß von meiner Umfrage vieles über Leute, die rauchen. Sie wollen aufhören und wollen nicht beginnen. Ich betone diese Dinge nur, um zu zeigen, das Vorbild von meinem Vater verleitete mich eigentlich daran zu denken, dass Rauchen könnte okay sein, und als 5-jähriges Kind
habe ich eine noch brennende Zigarette, Zigarettenrest in den Mund genommen, weil Papa das macht. Versteht ihr, was ich meine? Es ist so wichtig, dass wir merken, wenn wir fluchen, sie fluchen. Wenn wir schlechte Witze erzählen, sie erzählen schlechte Witze. Unser Vorbild ist prägend. Wenn wir beten, dann lernen sie zu beten. Wenn wir geduldig miteinander umgehen, dann lernen sie die Geduld durch unser Vorbild. Und ich kann das kaum stark genug betonen. In Deutschland haben wir auch gemerkt von dieser Prägung durch unser Vorbild, denn zu Hause sprachen wir Englisch und unsere Kinder gingen auf die Straße und lernten Deutsch und kamen in die Schule. Und sie lernten ihr Englisch von uns. Und wo Englischfehler vorkamen, habe ich gewusst, das ist von uns. Denn wir prägten sie mit unserem Englisch. Wo sie in die Schule gingen, in den Kindergarten gingen, ich kann mich erinnern, ein Kind kam heim und hat mächtige Fluchwörter benutzt nach dem Kindergarten an einem Tag. Ich sagte, oh, solche Wörter benutzen wir hier in unserer Familie nicht. Und musste es auch stoppen. Mit diesen, schon im Kindergarten geht das rum und prägt. Gewohnheiten lernen sie von uns. Und diese Gewohnheiten lernen sie und können oft nicht erklären. Ich weiß es nicht, ob ihr die Geschichte gehört habt, aber es war ein junges Ehepaar und der Mann hat beobachtet, sie haben ein Stück Fleisch bekommen und da hat der Mann immer beobachtet, sie schneidet ein Zipfel vom Ende ab. Und da hat der Mann gefragt, warum schneidest du den Zipfel ab? Und sie sagte, weil meine Mama das gemacht hat. Warum hat die Mama das gemacht? Ich weiß es nicht, ich habe nie gefragt. Und so ging sie an die Mama, warum hast du immer einen Zipfel abgeschnitten? Ja, weil meine Mama das gemacht hat. Und so gingen sie zur Oma. Oma, warum hast du immer ein Zipfelfleisch abgeschnitten? Ja, weil mein Topf zu klein war. Siehst du, das wird weitergegeben und man tut Dinge, ohne zu wissen, warum man sie tut, weil es uns vorgemacht wurde durch das Vorbild. Fast alle Anleitung verläuft informell und unbewusst. Fast alles Lernen der Kinder geschieht auch unbewusst. Es sei denn, wir gehen absichtlich vor. 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4 bis 9. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deiner Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über deine Augen, über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore schreiben. Das heißt, in dem Milieu, wo die Kinder wohnen, soll eigentlich prägender Einfluss existieren, dass die Kinder merken, Gott ist in dieser Familie. 5. Mose 6, die Verse 20 bis 25. Und wenn dich nun dein Sohn in Zukunft fragen und sagen wird, was sind das für Zeugnisse, Satzungen und Rechtsbestimmungen, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat? So sollst du zu deinem Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten. Und der Herr führte uns aus mit starker Hand aus Ägypten. Und der Herr tat vor unseren Augen große und schreckliche Zeichen und Wunder in Ägypten, an dem Pharao und an seinem ganzen Haus. Uns aber führte er von dort heraus, um uns hierher zu bringen und uns das Land zu geben, das er unseren Vätern zugeschworen hat. Und der Herr hat uns geboten,
alle diese Satzungen zu halten, also einmal der prägende Einfluss, durch das Tun diese Satzungen zu halten, dass wir den Herrn, unseren Gott, fürchten und es uns gut geht alle Tage und er uns am Leben erhält, wie es heute der Fall ist. Und es wird zur Gerechtigkeit dienen, wenn wir darauf achten, alle diese Gebote vor dem Herrn, unserem Gott, zu tun, wie er es uns geboten hat. Und eigentlich das Interessante ist, in meinem eigenen Leben, wenn ich zurückdenke über den prägenden Einfluss meiner Eltern. Der Werdegang bei meinen Eltern war so, wo ich ganz klein war, bin ich nicht in die Sonntagsschule gegangen. Und dann ein anderer Lebensmittelgeschäftsmann am Ort, gläubig, er und seine Frau haben meine Eltern gebeten, zum Gottesdienst zu kommen. Und es war so genial, es ist wie wenn hier eine kleine Abbildung von meinem Ort ist. Unser Haus damals, wir lebten in einem Appartement hinter dem Lebensmittelgeschäft, und die Gemeinde war am Ende der Straße, am Ende vom Straßenblock. Also das heißt 200 Meter oder 250 Meter entfernt vom Haus. Und so schickten uns als Kinder zur Sonntagsschule am Sonntagmorgen, und sie kamen zum Gottesdienst in der zweiten Stunde. Und dann irgendwann fingen meine Eltern an, in die Sonntagsschule zu kommen, und ihre Beteiligung vermehrte sich. Und dann wurden sie Lehrer und haben teilgenommen an allem im Gemeindeleben. Aber sie haben eigentlich es leicht gehabt, weil die Gemeinde so wie hier, wir sind bei Runkelsen, was ist das, 200 Meter vielleicht von diesem Haus entfernt. Das macht, und einige, ich denke, die Hälfte der Gemeinde wohnt fast in dieser Straße, oder? Habe ich gehört, da wohnen und da. Sie zeigen auch, wo die Christen hier wohnen. Es ist ein besonderer Ort, Halleluja. Und ich denke, ihr seid auch dankbar für diese Prägung. Es liegt gleich in der Nähe und gute Geschwister und guter Einfluss ist da. Und es ist auch ein Grund, warum Covid so einen Schnitt durch die Rechnung gemacht hat, weil dieses Zusammenkommen prägend wirkt, wo meine Eltern dann mit in die Gemeinde gingen und wir dann zusammen waren. Meine besten Freunde, meine ganzen jugendlichen Aktivitäten, sie gingen um die Gemeinde. Wir haben das Dorf, ich erzählte das, das Dorf hatte 300 Menschen damals oder 325. Und es ist heute 600 angeblich. Und mein Vater war Postamtleiter, hatte dieses Geschäft und das war gleich am Zentrum. Und unsere Jugendgruppe wuchs einmal auf 30 oder 40. Stellt euch das mal vor. Natürlich, es war ein landwirtschaftliches Gebiet und es waren vielleicht 1500 oder 2000 Leute, die in der Umgebung wohnten, die auch zur Gemeinde kamen. Und Gott wirkte. Als ich zurückblicke in meinem Leben, diese Prägung durch die Gemeinde, in die meine Eltern mitgingen und uns nahmen, diese Prägung war entscheidend. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Meine Eltern hatten die Gewohnheit, in die Gebetsstunde mittwochabends zu gehen. Und unsere Gemeinde kommt aus einer Gemeindegruppierung, geformt eigentlich von Geschwistern aus Deutschland, die auswanderten 1730 oder so. Und diese Geschwister hier in Deutschland haben schon das Abendmahl gefeiert mit drei verschiedenen Teilen. Wir haben ein Liebesmahl, wir haben Fußwaschung und wir haben Brot und Kelch. Und es geschieht, das ganze Abendmahl nimmt gut zweieinhalb Stunden in Anspruch. Und von klein auf so geprägt. Und ich hatte eigentlich innerlich an einem Mittwoch, wo Abendmahl war, das war unter der Woche, ich hatte eine, wie sagt man auf Deutsch, I had an attitude.
Ich war verstimmt, innerlich. Und ich wollte nicht gehen. Und Papa sagt, wir gehen alle. Und dann wusste ich auch, das, was hier geschah in der letzten Stunde, dass ich meine Einstellung korrigieren muss. Denn ich möchte nicht unwürdig teilnehmen am Abendmahl. Und so, ich war vielleicht 14 oder so, vor dem Abendmahl bin ich alleine auf die Knie gegangen und habe gesagt, Herr, reinige du mein Herz, du weißt, ich habe eine saure Einstellung gegen Vater, dass ich gehen muss. Ich bitte um Vergebung und bitte, ich gehe mit einem gereinigten Herzen. Das war ein Highlight. Das war das Abendmahl an dem Abend war so ein Segen für mich. Aber was ich damit betonen will, wir gingen und Papa sagte, wir gehen und wir gingen. Und es war nicht eine Frage. Und diese Treue zu haben, dass wir so handeln. Papa hat nie das Wort, ich bin treu und wir wollen alle treu sein. Er hat das nie gesagt, sondern er lebte das und sagte es ohne Worte. Das nächste, Nummer 4, liebt sie durch ständige Bestätigung und Annahme. Meine Worte, das Wasser in dem diese kleinen Fische zu schwimmen haben, soll das Wasser der Annahme sein. Sie sollen umgeben sein von Annahme. Und ich beobachte hier einen grundsätzlichen Fehler vieler Eltern. Denn, und das kommt eigentlich in dem nächsten Punkt vor, und ich beginne den nächsten Punkt in dem nächsten Gottesdienst, in der nächsten Stunde, über Korrektur und Disziplin. Wenn sie widerwillig kommen, oft ärgern wir uns und durch unseren Ärger, wir geben den Eindruck, wir schieben sie weg. Und selbst unsere Disziplin muss aus unserer Annahme kommen. Und so, um Annahme zu vermitteln, habe ich diese Geborgenheit geben wollen durch Streicheleinheiten, durch freundliches Reden. So, wo sie Stunden alt waren, habe ich begonnen, in ihr Ohr zu flüstern. Und meine Worte, ich habe dich lieb, I love you, habe ich zigtausendmal gesagt, bevor sie sprechen konnten. Ich wollte, dass sie diese Worte in sich nehmen, dass sie wissen, der Papa hat sie lieb. Es verleiht Geborgenheit. Und Jesus sagte, Matthäus 22, 34 bis 40, als er gefragt wurde, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er sagte, das größte Gebot ist, liebet den Herrn mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Und das zweite Gebot ist dem ersten Gebot gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist die Mitte vom Rat. Das ist der Kern des ganzen Lebens, ist dieses Gebot. Und die Kinder sollten merken, dass wir Gott lieben und sie lieben. Und das sollte nie in Frage gestellt sein in ihren Herzen. Und wenn wir Züchtigung oder Korrektur in Wut und Zorn machen und das ein paar Tage ausdehnen lassen, das gibt ein großes Problem. Ein Mann in der Gemeinde in Stuttgart sagte mir das mal, ist längst beim Herrn. Er sagte, als ich über dieses Thema sprach in Stuttgart, dieser Bruder sagte, ich habe zwei Tage lang mit meinen Kindern nicht gesprochen nach einer Züchtigungssituation. Und ich hatte die Betonung gemacht, gerade nach Züchtigung, wo es Tränen gibt, umarmte ich die Kinder und habe sie mit Straucheleinheiten ihnen gesagt, ich habe dich lieb, der Papa hat dich nicht verstoßen. Das ist Liebe, was ich dir eben gezeigt habe. Ich war an dem Grab von diesem alten Bruder, als er starb und keine seiner Kinder standen im Glauben. Er war eines der
stärksten Beter, den ich kenne. Wir beteten viel, oft, stundenlang zusammen. Aber seine Kinder gingen nicht den Weg. Liebe ist mehr als ein Gefühl, es ist die Tat, die in Wirklichkeit vermittelt wird. Nun, ich lernte etwas mit der Kleinsten, mit dem jüngsten Kind, unsere Tochter. 3 Söhne, 2 Jahre auseinander, die älteren 2, 5 Jahre später noch ein Sohn und 10 Jahre später die Tochter. Nachtzügling, Nesthäkchen. Und ich habe vor Freude geweint im Krankenhaus, als die Hebamme oder als die Schwester vom OP-Saal rauskam. Sie war Kaiserschnitt, ist sie per Kaiserschnitt zur Welt gekommen, und die Schwester sagte, sie haben eine gesunde Tochter. Und ich saß da und weinte vor Freude. Tochter! Der Herr gab uns eine Tochter! Halleluja! Und ich dachte, alle 3 Söhne waren Kuschler. Du weißt, was ich meine. Sie kuschelten. Hier, Kopf hier hoch, ich habe sie gehalten, sie Arme um den Hals, und ach, das war schön. Und jetzt kommt diese Tochter, und ich denke, wenn die Söhne Kuschler waren, da ist sie erst recht, hatte ich gemeint. Und so, wo ihr Rücken sich stärkte und ihr Kopf sich halten konnte, ich merkte, ich halte sie, und sie schiebt zurück. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, merkst du, dass sie zurückschiebt? Ja, ich merke das. Ich habe gesagt, ich ändere das. Ich sage, wie machst du das? Ja, schau mal zu. Und so, wo sie in meinen Armen war, habe ich sie genommen und sie schob zurück. Und ich habe sie einfach, ich summte und sang mit ihr. Und war sehr zart mit ihr und habe sie wieder hierhin gebracht, dass ihr Kopf hier ist. Und habe gesummt und gesungen die ganze Zeit und gesagt, ich habe dich lieb und du bleibst hier, du gehörst gerade hierher. Und so habe ich das getan. Und dann habe ich ganz langsam meine Hand weggenommen und sie schob sie wieder zurück. Und so habe ich das noch einmal wiederholt, langsam und mit viel Singen und sehr zart. Und habe ich sie gehalten und sie blieb da, und dann habe ich meine Hand wieder weggenommen und sie hat es ein zweites Mal gemacht. Und da habe ich das noch einmal, ein drittes Mal wiederholt und sie wieder rangebracht und sie blieb. Und sie hat das Schieben aufgegeben und ich habe sie dann gehalten. Das tat ich, es brauchte eigentlich nur 1 oder 2 Tage. Das Zurückschieben war fertig. Jahre später, und sie ist heute ein Kuschler. Oh. Ach, macht es mit ihren Kindern mit Leidenschaft. Sie hat 5. Nun, Jahre später in Stuttgart, da kam eine Frau in der Seelsorge, sagte, ich erzählte die Geschichte in der Seelsorge. Und diese Frau weinte, weil sie eben da war wegen einer Tochter, die 19 oder 20 war. Und sie sagte, meine Tochter machte genau das Gleiche. Sie schob zurück. Und ich wünschte, ich hätte das gewusst, ich könnte das ändern. Und sie sagte, sie hat nie aufgehört, zurückzuschieben. Hört ihr, was ich sage? Wir prägen sie, selbst wenn sie super klein sind, durch unsere Zartheit, durch unsere Zärtlichkeit mit ihnen, um ihnen zu zeigen, Papa will dich hier haben, du gehörst hierher, gerade hierher. Und sie blieben. Gary Chapman schrieb das Buch Die 5 Sprachen der Liebe, das dürfte manchen hier bekannt sein, ich sehe Nicken. Ein Zeichen, eine Äußerung von Liebe ist Berührung, Umarmung. Und ich denke, es ist äußerst wichtig, dass wir diese Äußerung von unserer Liebe bei unseren Kindern deutlich zum Ausdruck bringen. Da ist ein Text in der KFG, auf der KFG-Webseite, Schlüssel zum Herzen der Deutschen. Das ist von mir. Ich schrieb darüber in den USA, und der Leiter der KFG kam mich besuchen in den USA. Ich gab ihm den Text, denn ich hatte es eben als Vortrag gehalten in Moody Bible Institute in Chicago.
Und ich gab es ihm. Er kam zurück, las es im Flugzeug und bei der Landung hier schrieb er zurück, dieser Text muss verdeutscht werden. Und es wurde veröffentlicht in der KFG-Zeitschrift und als extra Artikel steht es dort auf der Webseite der KFG. In diesem Text erwähne ich, dass ich beobachtete, in den Jahren in Deutschland, viele deutsche Väter haben an diesem Punkt ihre Kinder nicht berührt. Ein Mädchen aus Deutschland, als ich in einer Bibelschule war, hat um Zeit gebeten. Wir setzten uns hin in einer Ecke irgendwo und sie sagte unter anderem ihre Probleme mit den Eltern. Und ich fragte sie, hat dein Vater dich je zärtlich berührt, umarmt oder so? Und sie sagte, meine Mutter erzählt mir, einmal als ich ganz winzig klein war, mein Vater hat mich einmal getragen. Und einmal war ich bei den Großeltern zu Besuch, wo ich 6 oder 7 war, und ich kam mit dem Zug, sie waren im Nachbarort, kam mit dem Zug zurück. Meine Eltern kamen zum Bahnhof und mein Vater greift hoch in den Zugwaggon und hebt mich runter und setzt mich auf den Bahnsteig. Das war herrlich, von ihm berührt zu sein. Es war die einzige Berührungsmomente, die sie im Kopf hatte von ihrem Vater. Und das tat ich, habe innerlich mit ihr geweint. Aber die Geschichte war mir mehrmals wiederholt von anderen, deren Väter sie nicht berührt haben. Ich ermutige uns als Väter, diese Gestik zu zeigen mit den Kindern, um diese Annahme zu vermitteln. Weil wir auch korrigierend wirken müssen, aber die Korrektur muss in diesem Rahmen sein, dass sie wissen, sie werden von uns angenommen. Denn diese Geborgenheit, die sie dadurch gewinnen, innerliche Geborgenheit, kommt durch diese Annahme. Wisst ihr was? Was ich sage, erleben wir von Christus. Die erste Stunde heute Morgen. Die Brüder, die sprachen von was? Von der großen Geduld Gottes mit seinen Kindern, wenn sie versagen. Wir hörten das deutlich aus der Schrift. Und jedes Mal, wenn wir daran denken, sollten unsere Herzen nicht aufhören zu jubeln. Denn geben wir zu, wir versagen alle. Nicht einmal, sondern täglich, wöchentlich, mehrmals. Wir vergessen Gott. Wir lassen ihn links liegen. Wir fragen nicht an. Wir bitten ihn nicht um Hilfe. Und der steht bereit. Er ist so energisch bereit, seinen Kindern zu helfen. Er braucht nur gebeten zu werden. Er forciert sich nicht auf uns, sondern er will gebeten werden. Und wenn wir sagen, Papa, hilf, er kommt mit seiner Hilfe. Aber so häufig tun wir so, als ob wir das alleine meistern. Positive und motivierende Kommunikation, um zu erbauen, bedeutet sehr viel. Und ich erinnere an den Vortrag von vor ein paar Tagen. Als wir davon lernten, wie Paulus die Gemeinden anspricht, er spricht positiv zu ihnen über ihr Wachstum und über sie mit anderen über das geistliche Wachstum ihres Lebens, weil er es beobachtet und will sie dadurch ermutigen. Solche Wörter sollten nie über unsere Lippen kommen. Du Sohn, aus dir wird nichts. Das ist wie eine Atombombe im Herzen des Kindes und zerstört Jahre der Arbeit, des Vermittelns, der Annahme. Und das ist nicht, was Gott sagt. Philipper 1, Vers 6, ich bin überzeugt, sagt Paulus, der das gute Werk in euch angefangen hat, wird es auch vollenden. Aus uns, Gott könnte uns anbrüllen und sagen, aus euch wird nichts, aber er tut das nicht. Er richtet uns immer wieder neu auf. Liebt sie durch Einheit
eure Einheit bei der Erziehung, liebt sie durch Gebet für sie und mit ihnen, liebt sie durch den prägenden Einfluss von eurem Vorbild, liebt sie durch ständige Bestätigung und Annahme. Meine Annahme mit meinen 4 Kindern ist andauernd, jetzt, obwohl sie weit über die sozusagen Erziehungsalter drüber sind. Ich denke, es ist hier schwer für mich zu unterbrechen, aber das ist hoffentlich eine Ermutigung, die nächste Einheit zu hören. Wir beten zusammen. Vater im Himmel, dir sei Lobpreis und Ehre, dass du uns Kinder anvertraust in unseren Ehen und Familien. Kinder sind maßlos wertvoll. Und du vertraust sie unvollkommenen Eltern an, damit wir sie prägen für dich. Sie sind dein Eigentum, sie gehören uns nicht. Du verleihst sie uns für eine Weile, damit wir sie für dich prägen. Und Herr, wir wollen unsere Aufgabe wahrnehmen. Wir wollen es bereitwillig tun. Wir wollen es mit brennendem Herzen tun und wir wollen es mit andauerndem Gebet tun. Denn wir verzweifeln oft, weil wir die nächsten Schritte nicht sehen und wir brauchen dich. Und so möchte ich hier alle Zuhörenden ermutigen. Herr, ermutige du sie durch deine Gegenwart, durch dein Wirken, durch den Heiligen Geist in ihnen, dass sie nicht aufgeben, weil es schwer ist, sondern dass sie immer im Aufblick auf dich ihre elterliche Aufgabe erfüllen. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen.